Heute machen wir einen Blumenkohlauflauf. Dazu benötigen wir 300 Gramm Hackfleisch, 2 Eier, 300 Gramm geriebenen Käse, 200 Gramm saure Sahne, 200 Gramm Schmand, 500 Gramm Blumenkohl, Pfeffer, Salz, eine Glasplatte und ein wenig Öl. Als erstes gehe ich den Blumenkohl kochen. Als zweites nehme ich einen Topf, gebe ein wenig Öl hier rein und gehe dann mit dem Fleisch zum Herd. Als nächstes machen wir die Soße. Dazu benötigen wir eine Schale, geben die Eier hinzu die saure Sahne den Schmand und verrühren das Ganze. Wenn das alles schön verrührt ist, geben wir noch den geriebenen Käse hinzu. Und verrühren das Ganze nochmal. Wenn das Ganze fertig ist, holen wir den Brokkoli und das Fleisch. Als nächstes nehme ich eine Glasplatte und tue das Gemüse vorsichtig rein. Dann salzen wir es ein bisschen und geben ein bisschen Pfeffer drauf. Dann kommt vorsichtig das Fleisch drauf, überall ein bisschen. Und geben anschließend die Soße drauf. Wenn euch noch ein bisschen geriebener Käse übrig geblieben ist, dann streut ihr den ein bisschen von oben drauf. Und dann legt ihr das Ganze bei 200 Grad Ober- und Unterhitze 30 Minuten in den Backofen. Und fertig ist das Mittagessen. Dann wünsche ich noch einen guten Appetit.